Jetzt sind wir in der Rezeption. Hier geht es dann direkt zu den Aufzügen. Ja, ja, aber die erste Satz sind ein bisschen frei. Oma, Das ist hier auf mehreren Etagen, auf drei Etagen. Und da kommen die Lagerstücke von unten hier rauf. Eins hat nach oben gebracht. Hier sind dann die Bars nehmen kann. Und hier kann man was trinken, essen. Hier haben wir eine Balkonkabine. Schön mit Balkon draußen. Kataloglicht. Und hier sehen Sie die Dusche. Die reicht. Hier haben Sie Bodylotion. Shampoo mit drin dabei. Brauchen wir nicht mitzubringen. Hallo, ich bin der Hubert. Wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos. Und hoffe, unten auf Gefällt mir drücken, dann seht ihr die weiteren Videos noch. Kleine Toilette. Hier der Föhn. Wer den Föhn sucht, immer in der Schublade suchen, dass man nicht weiter muss. Hier sehen wir die Sushi-Bar. Hier kann man sich dann buchen. Hallo. Kann sich schön hinsetzen. Hier sehen wir das Casino. Das ist direkt am Theater. Hier ist das Theater. Hier hinten das Casino. Und hier geht es direkt. Das ist normale Preise. 12,15 Euro und ein schönes Segen. Das gönnt man sich auch mal. Es lohnt sich. Die Fensterplätze hier drin, schaut ihr euch an. Wunderschön. Hier sieht man die Technik. Von hier aus wird alles. Ja, das ganze Theater gesteuert. Die ganzen Bühnen. Dann geht's doch mal ins Casino darüber. Und dann schön sein Geld verlieren kann. Oder auch schön gewinnen. Das ist so. Ja.
Hier sehen wir die AIDA-Bar. Immer schön sternförmig, dass viele Leute hinpassen. Hier ist dann die Band. Und hier wird abends richtig gefeiert. Ja, und es ist noch ein Restaurant, das führe ich ein. Ich bin dran schuld, das war das beste und teuerste Restaurant sein ganzer Schiff. Also nochmal zu der Bar. Das ist die größte, die lauteste Bar. Live-Musik dort abends. Hier ist auch die bayerische Musik, da steppt der Bär. Hier ist es voll, hier ist es laut. Wer das so macht, wird auf dem Schiff genug Ausweis auf. Hier sitzt man ganz vorne. Na Matthias, wie gefällt dir die Bella? Mir gefällt die Bella unheimlich gut. Es ist unheimlich viel Platz. Es ist ein super toller Wellnessbereich. Und ja, ansonsten ist es genau wie auf allen anderen AIDA-Schiffen. Und ja, wir werden euch jetzt dann gleich noch das Restaurant zeigen. Wir gehen ins Marktrestaurant. Und ja, bis später. Hier sehen wir den Poolbereich. Die Liegen stehen schon bereit für die nächsten Kunden. Und hier ist die Poolbar. Ah. Hier haben wir die Showkabine innen. Mit Stammgästen. Die fühlen sich wohl hier. Ah. Super. Wie oft warst du schon auf AIDA? 40 Mal. 40? Ja. Nein, ich 12 oder 14 Mal. Ja, seit 96. Ja. Ja, ich war 96 aus, erst mal auf der Kara, ja. Da war noch, da war noch Ernie. Das genau. Mit den grauen, langen Haaren, oder? Ja, ja. Ja, ich meine. Ja. Panorama. Ah, das ist die Panorama. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen mehr hinlegen. Auch größeres Geld hinlegen. Eine größere Nähe. Ah, mit Badewanne, mit Badewanne, mit Whirlpool. Toiletten separat. Hier hinten dann die Panorama. Matthias, komm mal her. Jetzt sehen wir noch eine schöne Außenkabine. Hallo. Wie gefallen dir die Kabinen? Mir gefallen die Kabinen sehr gut. Sie sind unheimlich groß, geräumig und haben natürlich einen super, super tollen Blick. Gerade jetzt hier zum Beispiel, wenn man den Balkon eben halt dabei hat. Hier sind die Shops. Hier ist die Shopping. Wir sehen noch das Buffet. Mittagsbuffet. Thank you.
praktisch. Eis. Lecker, oder? Hier sind dann die Poolpartys. Die sind traumhaft schön, die Poolpartys. Hier haben wir den Pool. Hier sind dann die Poolpartys hier. Abends. Hier unten ist auch noch. Entschuldigung. Hier sind wir Body and Soul. Der Wellnessbereich. Hier sind wir. Hier ist die Theke. Und hier sind die Wellness-Oasen, die kann man sich buchen. Die kosten extra Geld. Die Wellness-Oase kostet extra Geld. Da ist ein großer Whirlpool. Hier kann man sich dann schön hinlegen. Und wenn man fährt, ist es hier dann wunderschön ruhig. Traumhaft. Matthias! So. Traumhaft schön, wenn das so aussieht. Hier ist dann auch der Body and Soul. Hier sehen Sie den Friseur. Wenn man sich hier frisieren lässt, Haare wäscht, kann man schön rausschauen. Am besten am Seetag. Hier die Trockenhauben. Und Matthias, wie gefällt dir der Friseursalon? Ich weiß, beim Schiff. Mir gefällt der Friseursalon und das Schiff, der Wellnessbereich, alles total schön. Also die Farben sind total freundlich und es ist jede Menge Platz, wirklich. Hier hat man dann die Privatsuite mit Whirlpool. Die kann man für 199 Euro selber buchen. Traumhaft schön. Mit Himmelbett. Hier kann man außen liegen. Hat seine eigene Sauna mit dabei. Kleine, traumhaft schon für 4 Stunden. Das ist echt ein Traum. Und hier kann man sich dann schön auslegen. Bombastisch. Na? 200 Euro. Die Flasche. Kein Champagner. Nur ein bisschen Sekt. Ist die Flasche. So, hier hat man komplette Massage. Und hier geht es dann weiter. Gibt es dann verschiedene Massagen. Sind aber alle ungefähr gleich. Hat man alles schön mit jemandem dabei. Hier alles von alle. Hier ist ja der Wohnbereich von der Sauna. Das ist der kostenfreie Sauna. Ruhebereich. Mit Blick aufs Meer. Super schön. Hier kann man sich die Blumen bringen lassen. Was man mag.
Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.